Eine Kaltfront wird uns am Samstag erreichen, vor allem den Westen Deutschlands, die ihrem Namen nicht ganz so gerecht wird. Damit willkommen zum Wochenendwetter. Wir blicken zunächst mal auf die Wetterlage und da sehen wir, diese Kaltfront wird dann den Westen im Tagesverlauf am Samstag erreichen. Im Vorfeld gibt es hier schwarz eingezeichnet noch die Konvergenzzone und das ist eben alles ein Garant dafür, dass es am Samstag in Sachen Gewitter dann doch teilweise ordentlich zur Sache gehen wird. Wir schauen uns das Ganze dann mal am Samstag an. Da sehen wir, die ganz große Hitze mit Werten über 35 Grad ist im Westen schon nicht mehr aktiv. Hier kommen schon recht früh die ersten Schauer und Gewitter an. Das Ganze verschiebt sich dann eben die größte Hitze weiter im Vorfeld dieser Kaltfront, so Richtung Landesmitte und Osten. Dann im Tagesverlauf wird es mächtig brodeln. Es werden sich teilweise heftige Gewitter bilden mit Starkregen, Hagel und auch Sturmböen. Es kann auch abseits von Gewittern, wenn die größte Hitze ausgeräumt wird, dann eben auch zu Sturmböen kommen. Also aufgepasst, wer da irgendwo ein Gartenfest hat, am Grillen ist, im Freibad, da kann es richtig zur Sache gehen. Natürlich das Regenradar, unser Storm-Tracking verfolgen. Die Links hier auch stelle ich noch unter dem Video rein oder werde ich hier oben dann auch noch teilweise verlinken. Ja, wie geht es dann weiter im Tagesverlauf? Es wird zunächst mal die Konvergenz aktiv sein, diese Zone im Vorfeld dieser Kaltfront, wo es eben heftig zur Sache gehen kann. Später kommt aber die Kaltfront dann im Westen rein und auch die kann dann nochmal teilweise heftige Gewitter bringen. Es gilt natürlich wie immer, diese Schauer und Gewitter werden nicht jeden erwischen. Es wird nur bei wenigen heftig zur Sache gehen und bei einigen eben auch komplett trocken bleiben. Also in Sachen Trockenheit, es wird kein flächiger Regen für alle sein. Es werden eben diese punktuellen, diese örtlichen heftigen Starkregenereignisse sein und nicht für alle verbreitet Regen geben. Nach Osten hin insgesamt erstmal die Gewittergefahr noch geringer. Hier kommt das Ganze dann so Richtung späterer Nachmittag und am Abend an. Ja, blicken wir dann Richtung Sonntag. Alles schon wieder gut sozusagen. Die letzten Gewitter verabschieden sich dann im Tagesverlauf nach Osten. Das wird so vor allem schon morgens vormittags der Fall sein. Hier wird es dann schon Richtung Mittag und Nachmittag trocken bleiben. Geringes Gewitterrisiko noch so Richtung Alpen am Nachmittag. Ansonsten verbreitet trocken. Anfangs aber vor allem da, wo es eben ordentlich geregnet hat, so Richtung Landesmitte besonders, teilweise zähe Nebelfelder. Auch so im Südwesten kommen noch ein paar dichtere Wolken rein, also nicht überall strahlender Sonnenschein, aber im Großen und Ganzen doch ganz gutes Ausflugswetter dann. Und es bleibt oder beziehungsweise wird auch wieder sehr warm bis heiß, mit Höchstwerten so häufig auch um 30 Grad. Richtung Südwesten, da kommen eben dann mit einer Warmfront, da schiebt sich schon wieder etwas wärmere Luft rein, auch mal so dichtere Wolken im Tagesverlauf auf. Und dann sehen wir auch am Trend, denn es wird auch am Montag und am Dienstag hier mal am Beispiel Frankfurt richtig heiß weitergehen. Wie es dann Richtung Wochenmitte weitergeht, so ab Mittwoch etwa, ist noch relativ unsicher. Da könnte dann eben besonders so die Nordhälfte doch etwas kältere Luft, in Anführungszeichen kältere Luft, keine große Hitze mehr erreichen. Nach Süden hin und nach Südosten hin bleibt es wahrscheinlich heiß. Das klären wir dann im Wochenende. Ausblick am Montag. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Aufgepasst am Samstag mit den Gewittern. Bis dann und ciao.